Mann, ich bin total aufgedreht. Aber pass auf den Verkehr auf. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Hey Mann, ich bin total aufgedreht und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed. Heute geht es in das Porsche-Duell, das ich schon einmal angesprochen hatte und mir gewünscht hatte. Und wir schauen mal, wie Nakai-Sans Schmuckstück hier gegen den Porsche von Magnus Walker abschneidet. Magnus Walker hat so ein paar Meter Vorsprung beim Start gehabt und ist auch jetzt schon ein bisschen weiter vorne. Das Auto von Nakai-San ist zwar nicht das schnellste, aber ich finde dieses Duell, die Idee des Duells einfach auch geil, dass die beiden einfach mal gegeneinander antreten. Ich meine, das sind die zwei in Anführungszeichen Boss-Autos. Oh, da ist die Polizei. Der folgt uns nicht. Sehr gut. Ey, wir halten auf jeden Fall das Tempo. Wir haben einen Porsche der neueren Generation und wir halten das Tempo trotzdem ganz gut. Wobei, da müsste ich überlegen, ist unserer neuer tatsächlich? Ich meine nicht Manuel Neuer, ne? Falls ihr es verwechselt. So, aber Wortwitz gebracht. Schade, dass ich da gerade kein Aktionsnitro hatte. Der Powerslide dürfte da einiges erbracht haben an Nitro. Ja, aber wir haben, glaube ich, keine Chance, den Rückstand hier wieder einzuholen. Der Kerl ist halt verdammt schnell. So wie es auch quasi in seiner Questreihe steht. Speed. Der Typ ist halt einfach verdammt schnell. Das Auto. Ja, der ist auf der Geraden einfach, bam, davon gefahren. 1,5-fache Lichtgeschwindigkeit. Ja, was ist denn dann der gute Kollege hier vor uns gefahren, der Magnus Walker? Oh Mann, das war so knapp. Ich war total aufgeregt. Hat mich an mein erstes Rennen im 277 erinnert. Ich bin bereit für eine Revanche. Egal wann und wo. Rock on! Jawohl, ich würde mich freuen. Dann aber wahrscheinlich eher nicht mit diesem Auto. Vielleicht passt er gut zu Nakai-San, aber wir werden dann, denke ich mal, etwas bessere Leistungen erbringen, wenn wir dann auch ein entsprechend schnelleres Auto haben. Nee, ich mache das jetzt nicht, sondern Schnellaktion zur Garage springen. Dieses Mal werde ich diesen Fehler nicht machen und dann müssen wir nochmal ein halbes Minütchen länger warten. Nein, dieses Mal schnappen wir uns direkt unseren Nissan Skyline, würde ich sagen, und dann gehen wir zu Robins Mission. Robin ist halt auch in der Quest-Reihe nicht ganz so weit fortgeschritten. Also wir sind in der Robin-Quest-Reihe nicht so weit fortgeschritten. Heißt, wir können da sogar, denke ich mal, mit einem etwas langsameren Auto hinkommen und trotzdem alles in Grund und Boden fahren. Und deswegen jetzt der Nissan nicht der Nissan GTR, sondern der Nissan Skyline. Mal schauen, was wir mit dem hinbekommen. Und dann nehmen wir noch gerne die Revanche gegen den Kollegen Magnus Walker an. Der Sound ist einfach geil bei diesem Auto. Das ist sogar nur Mittel. Oh. Der ist ein bisschen zickig gerade, der Nissan Skyline. Nur weil ich dich falsch ausgesprochen habe, mein lieber Kleiner. Ich wollte dich Nissan GTR nennen, das magst du nicht. Ja, aber jetzt schnurrt das Kätzchen wieder. So, auf geht's, hinein ins Rennen. Oh, das Ding sieht einfach geil aus.
Also sieht schon sehr, sehr cool aus. Das Spiel allgemein sieht optisch schon geil aus. Fisch aus dem Wasser. Super, du hast es gefunden. Los geht's. Natürlich haben wir es gefunden. Es wurde auf der Karte markiert, Mensch. Und wir haben ein Navi. Da fahren alle mit dem Golf 1. Was ist denn mit denen los? Warum? Warum fahren die alle mit dem Golf 1? Ach, hier wäre das Aktionsnitro wieder so schön. Hätten wir jetzt eine volle Nitro-Ladung. Deswegen habe ich es im Drift-Auto auch dabei. Für alle Skeptiker. Nach dem Drift steuert sich das Auto. Also mit dem Drift kann man viel bessere Winkel erreichen. Ich merke das immer wieder an, weil es mir auch immer wieder auffällt. Ich probiere auf Grip zu fahren, aber so ist es einfach verdammt schnell. Ihr seht es, 170 km/h. Die KI wird natürlich abgehängt. Ja, bei Robin habe ich jetzt nicht so lange weitergemacht, weil, keine Ahnung. Sie isst Pizza, die eine Woche alt ist. Ich meine pro, sie isst Pizza, contra, die ist eine Woche alt. Also nicht Robin, sondern die Pizza. Ja, wäre eigentlich beides ein Kritikpunkt, dass man nicht so lange mit denen abhängt. Ja, ich finde schon das mit der Pizza wesentlich schlimmer. Wir sind in Runde 2. Ach stimmt, das ist ein Rundkursrennen. Haben wir nicht so häufig gesehen. Und ich muss auch sagen, ich finde es cool, dass man sie nicht so häufig hat. Denn so ein Sprintrennen ist ein bisschen abwechslungsreicher. Du fährst dann einfach durch verschiedene Gebiete. Rundkursrennen finde ich cool in etwas simulationslastigeren Spielen, weil dann kannst du Runde pro Runde deine Performance verbessern. Hier ist es so, du fährst dann quasi dasselbe Gebiet ab, aber bei Need for Speed, da hält man sich auch nicht wirklich an die Ideallinie oder so. Und da sieht jede Runde ganz anders aus. Deswegen hat man hier nicht den Anspruch, dass man irgendwie die Zeiten optimiert. Deswegen finde ich es auch cool, dass es so viele Sprintrennen gibt, dass dann der Routenverlauf einfach super abwechslungsreich ist. Es sind zwar immer dieselben Straßen, aber immer unterschiedliche Routen und ja, daran hat man gedacht. Aber es gibt sie trotzdem, auch das ist gut. So, und wir haben mittlerweile einen riesen Vorsprung. Also auch unser Skyline ist hier absolut vorne mit dabei. Ich glaube, mit dem Geld, was ich jetzt verdienen werde, werde ich mir den richtigen Ford Mustang holen. Und danach werde ich schauen, ob ich mir als erstes, wie gesagt, die Autos kommen alle, aber ob ich mir als erstes einen Lamborghini oder einen neuen Porsche holen soll. Ein Porsche haben wir allgemein ja schon gesehen. Ein neuer Lambo wäre auf jeden Fall auf meiner Wunschliste. Oder vielleicht ein BMW. Das würde vielleicht sogar noch schneller funktionieren, weil der BMW ist etwas günstiger. Aber vielleicht kriegen wir den Most Wanted BMW irgendwann geschenkt. Insofern warten wir einfach mal ab. Ich werde erstmal mir den Mustang dann wahrscheinlich zulegen. Sieh in deinen Nachrichten nach. Robin hat uns was geschrieben. Mann, das war irre. Mann, das war irre. Fisch ist so krass. Du musst zum nächsten Treffen kommen. Viele Leute, tolle Stimmung. Nicht verpassen. Okay. Machen wir. Ich spring zur Garage. Hol mir da meinen Ford Mustang ab. Und dann kommen wir dazu. Der Ford Mustang ist nämlich unser liebstes Driftauto. Ich finde das Auto super, auch wenn mir die Farbe eigentlich nicht gefällt, die rote Lackierung. Es könnte man auch irgendwie umändern, dass man es, ich mach's gerade mal einfach. Farbe und Folien bearbeiten, Decals, dann hier bearbeiten. Farbe ändern. Ach Moment, ich sollte lieber hier die Farbsättigung komplett rausnehmen. Und dann kann man es auch ganz hell machen. Und dann ist es trotzdem rot. What the hell? Habt ihr es gerade gesehen? Hier, von hier sieht es rot aus.
Ach, wahrscheinlich wird es nur so markiert von dem Dings. Von dem DeepL-Editor. Hier nochmal die Farbe ändern. Farbsättigung komplett raus. Ich finde es aber cool, dass es so schön spiegelt. Sieht cool aus als diese stinknormalen Folien. Oder was meint ihr? Na, Moment, die Farbe. Ich habe gelesen, ich soll ein goldenes Auto machen. Ich weiß nicht, ich finde goldene Autos. Finde ich optisch jetzt nicht so ansprechend. Mir gefällt da so ein Chrom-Mustang zum Beispiel besser. Chrom ist aber auch nicht unbedingt jetzt mein Lieblings-Lack-Typ. Allgemein, ja, weiß nicht, ich kann es mal austesten, dass man sieht, wie das aussieht. So in etwa dürfte es sein. Ja, wobei die Farbsättigung nehmen wir noch mal ein bisschen raus. Machen wir die Helligkeit noch so ein bisschen. So in etwa dürfte er schon Gold sein, oder? Hier ein bisschen nochmal der Glanz. Nee. So sieht er ziemlich stark nach Gold aus, finde ich. Ja, weiß nicht. Also mir gefällt er in Gold nicht so sehr. Und auch allgemein Autos in Gold. Aber hier habt ihr es mal gesehen. So, damit hätten wir einen weiteren User-Wunsch erfüllt. Ah, Moment. Jetzt muss ich die Farbe nochmal anpassen. Was ich aber gerne machen kann, ist das Auto in Gelb und Schwarz zu lackieren. Denn ich bin absoluter Fan bei Muscle Cars von gelb-schwarzen Lackierungen. Und das nicht erst seit Transformers mit Bumblebee, sondern auch so. Ich finde, es sieht unfassbar geil aus. So, das können wir hier überschreiben. Damit hätten wir unsere neue Lackierung. Die Felgen passe ich da noch an. Auch da finde ich das Rot nicht ganz so geil. Habe ich auch eher nur gemacht, damit es halt zu den Scheiben passt. Bei den Scheiben fand ich das Rot gar nicht mal so schlimm, aber ich finde, bei den Felgen sieht es halt nicht so ansehnlich aus. An allen Felgen anbringen und auch die zweite Ebene mache ich jetzt komplett dunkel. Und auch das fügen wir einfach an allen Felgen ein. Das Ding sieht jetzt schon ein bisschen aggressiver aus, finde ich. Und dann gehen wir einfach nochmal zu dem Driftpulk mit Robin und heizen die Masse nochmal ein. Also Driftpulk, der Spielmodus, bei dem die KI einem auch gut und gerne ins Auto fahren kann und dann verliert man ein paar Punkte. Aber zum Glück sind die Driftrennen nicht so schwer, beziehungsweise beherrschen wir die ganz gut. Deswegen passt das eigentlich, ist nicht so schlimm, dass die da einem die ganze Zeit reinfahren. So, ganz kurz einen Wegpunkt gesetzt. Ey, der hat den Subaru ordentlich getuned. Hat den Motor ausgemacht. Machen wir auch mal. Damit wir die Umwelt ein bisschen schonen, muss man ja auch machen. So, auf geht's zu Robin. Ja, der neue Mustang, der kostet in etwa 50.000. Ich schau mal ganz kurz, wie viel Geld habe ich? 20. Heißt so 3 bis 4, vielleicht auch 5 Events müssen wir noch fahren und dann können wir uns unser neues Auto leisten. Plus wir können den Subaru BRZ noch verkaufen. Das ist aber eigentlich total gutes Marketing für Subaru, weil jeder wird am Anfang wahrscheinlich den Subaru nehmen. Kaum einer wird ein anderes Auto sich schnappen. Und dann ist es so in etwa wie bei Underground 2 mit den Startautos. Die meisten behalten den dann vielleicht, weil sie irgendwie tatsächlich so eine persönliche Bindung zu ihrem Auto haben und sich denken, ey, cool, mit dem habe ich das ein oder andere sehr, sehr coole Rennen gehabt. Bei mir war es so mit einem Hyundai Coupé in Underground 2, dass ich mir gedacht habe, irgendwann, Alter, das sieht so geil aus, den muss ich unbedingt behalten. Dann habe ich auch das Auto, obwohl ich kein Hyundai-Fan bin und obwohl ich auch den Hyundai Coupé, obwohl ich dem nie große Beachtung geschenkt habe, habe ich dieses Auto dann wirklich geliebt. Und ja, irgendwann, als man die PS2 dann verkauft hat, als ich die PS3 bekommen habe und zwei Konsolen
durfte ich nicht haben damals. Ja. Dann war auch der Safe Game weg. Ich weiß, super traurig, aber. Ja, Quatsch. Ja, aber da war der Hyundai auch weg und das war auch eine total seltsame Konstellation. Also wenn ich mich jetzt zurück daran erinnere, dann sieht der in meinem Kopf immer noch ziemlich geil aus. In einem lila Perleffekt. Obwohl ich eigentlich die Farbe lila nicht wirklich mag. Auf Autos. Aber trotzdem, der sah halt super geil aus, wie ich finde. Ich habe probiert, den irgendwann, als ich nochmal eine PS2 für ein paar Wochen hatte, von einem Kumpel, habe ich versucht, den nochmal nachzubauen. Habe es leider nicht mehr hinbekommen. Egal, wie ich es versucht habe mit den ganzen Vinyls oder Vinyls oder wie auch immer die heißen. Keiner weiß, wie man die ausspricht. Ich habe es ausprobiert, das Teil nochmal nachzustellen. Habe es aber nicht hinbekommen. Aber ich meine nur, es gibt drei Autos, die sehen sich verdammt ähnlich. Den Subaru BRZ, ich weiß nicht, ob es vom Tuning her auch so ist, kann es mir aber vorstellen, denn die Autos sind halt wirklich fast baugleich. Der Subaru BRZ, der Toyota GT86 und darüber hinaus noch der Scion. Und wer holt sich da noch einen Toyota oder einen Scion? Da hat Toyota irgendwie ein bisschen die Arschkarte gezogen, ne? Und Scion halt auch, aber vor allem Toyota, weil eigentlich sind die bekannt. Hat Subaru einen guten Deal gemacht. Wobei die gehören dann wahrscheinlich auch zur selben Fahrzeugfamilie, so wie Seat und VW, die ja auch dieselbe Technologie nutzen. Ansonsten, ach komm, ich muss bei der Gruppe bleiben. Oh Mann. Ja, okay, dann warte ich auf euch. Einfach mal so ganz kurz das Auto querstellen und 7.500 Punkte bekommen. Insofern wird es, wenn die zu einer selben Familie an Fahrzeugen gehören, wird es für die auch nicht so schlimm sein, denke ich mal, wenn dann Subaru, das Modell bei Subaru ein bisschen besser beworben wird. Kommt, Leute. Es ist nur Robin da. Wo ist denn der andere Pappnase? Nee, überhol mich bitte nicht, Robin. Ich weiß, dass ich höhere Geschwindigkeiten erreichen kann als ihr. Oh, habe ich da genau 36.000 Punkte gehabt? Ich habe nur die ersten vier Ziffern gesehen. Nein! Ach, Robin! Mann, ich sag doch, überhol mich nicht, Mann. Nächste über 10.000 Drift. Jawohl. Und wäre der andere Typ noch in der Reichweite, dann hätten wir einen 1,4 Multiplikator. Ach komm, ich fahre das Rennen einfach jetzt zu Ende. Wir haben die Zielpunktzahl sowieso erreicht. Driften können wir auch so. Na okay, vielleicht auch nicht. Okay, das war ein bisschen ein Fail gerade, das Auto nicht quergestellt bekommen. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Sonst klappt es immer in den Bergregionen super. Aber ich habe wieder Bock bekommen zu driften. Ich glaube, ich bleibe hier direkt auf dem Berg und werde dann so ein Gymkhana-Event nochmal direkt machen von Cam Block. Das habe ich gemacht auf der PS4-Version, um so ein bisschen Geld zu farmen und auch Stilpunkte, damit wir hier ganz schnell auch auf dasselbe Level kommen und ein bisschen Kohle zur Verfügung haben, um die Autos zu tunen, damit wir nicht hinter der Xbox One-Version hinterherhinken. So, das ist nämlich dieses Drift-Event gewesen. Fahr mir nicht in die Kalare. Robin hat das nächste Event direkt für uns bereit. Aber wie gesagt, ich möchte hier nochmal ganz kurz diesen Gymkhana wiederholen. Denn das macht unfassbar viel Spaß, wirklich. Und wenn ihr das Driften wirklich lernen wollt, also wenn ihr wirklich da probieren wollt, das ist ein gutes Event. Da kriegt ihr eine richtig angenehme Route angezeigt und könnt euch dann richtig austoben. Macht extrem viel Spaß. Direkt daneben ist das Gymkhana, mentale Blockade, wo wir zeitlich so ein bisschen Probleme hatten.
ist auch empfehlenswert, aber ich sag's mal so, wenn ihr zum Beispiel auch mit dem Hintergedanken fahrt, dass ihr Geld haben wollt im Spiel und darüber hinaus, dass ihr euer Fahrerlevel erhöhen wollt, ich kann es aber zeigen, das Event ist halt sehr viel länger. Ich schau mal auf die Speedwall, steht da was? 170.000 Punkte, sagt jetzt nichts über den zeitlichen Aufwand aus, aber ihr könnt damit rechnen, so grob dreimal so lang wie das hier. Und dann lohnt es sich mehr, das Rennen zu fahren, denn hier kriegst du dasselbe Geld, du kriegst dieselben Punkte für dein Fahrerlevel, wenn du es abschließt. Natürlich, für die Drifts beim anderen kriegst du mehr Punkte insgesamt, also, wie soll ich sagen, du kriegst da halt 170.000 Driftpunkte und hier zum Beispiel nur 50, wobei hier sehe ich gerade, es sind 80.000 in diesem Driftversuch. Auf jeden Fall, in einem längeren Event kannst du auch länger driften, aber hier bekommst du halt wirklich, keine Ahnung, in der Zeit, in der du einmal mentale Blockade fährst, kannst du das hier zweimal fahren und das ist halt mega geil und es macht einfach mega Spaß. Also wirklich, das ist mein absolutes Lieblingsevent im Spiel bis jetzt. Und ich werde jedes neue Driftauto, auch den neuen Ford Mustang, den werde ich auch auf Drift tunen, werde ich auf dieser Strecke hier fahren, um dann zu gucken, wie die Autos unterwegs sind im Drift. Natürlich ist man da nicht perfekt unterwegs, insofern kannst du da nicht so einen 1:1 Vergleich machen, was jetzt das bessere Auto ist. Da bräuchtest du halt wirklich ein super direktes Feedback, bräuchtest ein Lenkrad, im Idealfall fährst du die Autos auch selbst in echt, damit du auch das Popometer hast, was Sebastian Vettel immer anspricht für Leute, die Formel 1 gucken, dass du halt irgendwie fühlst, wie schnell das Auto ist und wie es sich anfühlt. Gerade ob es irgendwo ausbrechen möchte, wie es ausbrechen möchte. Damit du da entsprechend reagieren kannst. Aber trotzdem, man kann ja trotzdem so eine Serie machen, wie bei Top Gear, diese ganzen Zeiten in der Tabelle, dass man guckt, welches Auto erzielt auf diesem Run die meisten Punkte. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Comments. Ich finde, das ist eine ganz coole Idee. Wie gesagt, mit ein paar Einflussfaktoren so, wie ist man gerade drauf. Aber ich finde, an sich wird es sicher spaßig sein. Dann können wir auch irgendwie im Vorhinein so ein kleines Rate-Game machen. So was ihr tippt, so ein Tipp-Kick, Tipp-Spiel. Keine Ahnung, seid ihr der Meinung, wir knacken mit diesem Auto die 100.000er-Marke? Oder was denkt ihr? In welche Region wird es gehen? Wir haben ein neues Level erreicht. Level 39. Nein! Oh Gott, der Drift geht weiter. Sehr gut, obwohl ich den Passanten da gerammt habe. Sehr gut. 123.000. Ich glaube, im Idealfall war ich hier mit über 170.000 schon unterwegs. Es geht gleich noch in die Stadt. Da drifte ich halt nicht so gerne. Je nach Route natürlich, aber die Stadtroute bei diesem Event ist nicht so geil gelungen. Aber die ist auch nur kurz. Ihr seht, wir sind hier nur noch einen Kilometer jetzt unterwegs. Wir haben 156.000 Punkte, also mein allerbester Drift ist nicht geworden, aber es fühlt sich verdammt gut an. Und ich glaube, vom Anfang, wenn man es mit dem Anfang vergleicht, dann haben wir uns doch schon sehr, sehr vom Anfang losgelöst, wo es halt wirklich sehr hakelig aussah mit den Drifts. Mittlerweile sieht es schon sehr viel besser aus, sehr viel Konter. $8.000 und wie gesagt, ihr könnt es dann direkt wiederholen. Und es macht Spaß. Und ihr könnt Driften richtig lernen im Spiel. Also, super geil. Viele Punkte zusätzlich bekommen. Das Level up und dann direkt nochmal ein paar fürs neue Level. Und wir sind bei 2,9 Millionen Punkten. Was willst du denn? Okay, wenn du hinterher kommst, dann, keine Ahnung. Können wir ein Rennen fahren. Er fordert mich heraus. Okay, Moment. Das nehmen wir an.
Spontandrift, okay. Ja, jetzt driftet er nicht mal richtig. Oh, doch. 8700 Punkte. Wie hat er die denn geholt? What the hell? Geht's hier nicht aber auch um Schnelligkeit? Sollten wir nicht irgendwie in einer gewissen Zeit dieses Drift-Event abschließen? So wäre doch schon ganz sinnig. Ansonsten kann er sich jetzt Stunden Zeit lassen. Kann er jetzt noch Stunden dauern, bis er ins Ziel kommt? Ach, dammit. Da habe ich am Ende nochmal Zeit verloren. Ah, okay. Erster. Sehr gut. Der Kerl hat sich viel zu lange Zeit gelassen. Da auch mein Avatar, Crash Bandicoot, war eine super Spieleserie übrigens. Für alle, die sie nicht kennen, mit das geilste Jump'n'Run auf der PS1. Ja, haben wir easy besiegt. Kommt davon, wenn man nur driften möchte und nicht auf Geschwindigkeit geht. Ich wollte schon sagen, so, der kriegt jetzt 5 Minuten länger Zeit als ich, die Route abzufahren. Fände ich unfair, aber ich fand's lustig. Also, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Wir fahren dann wahrscheinlich mit Magnus Walker nochmal. Mal gucken, wie sind wir hier. Auf die Plätze, fertig, Drift. Das wird dann das nächste Event sein. Ist der Typ hier? Ja, der ist wieder hier. Ja, haben wir besiegt, ne? Fährt einfach weiter. Also, bis zum nächsten Mal dann bei Need for Speed. Haut rein!